Und willkommen zurück zur Xenoblade Chronicles. So, wir machen heute mit der Hauptquest weiter. Und wir sollen zum Hafen von Angnerham gehen, um weitere Informationen zu erhalten. Da werden wir uns jetzt doch mal auf den Weg machen. Hoffen wir mal, ich bin hier richtig. Ne, hier bin ich nicht richtig. Können wir uns denn dahin porten? Normalerweise schon. Angnerham, zweites Dock. Okay, dann gehen wir doch mal dorthin. Muss es hier sein? Dort hinten. Perry Perry. Hey, du bist doch Perry Perry. Ah, Rex. Riesenzufall, Rex hier zu treffen. Du hast nicht zufällig gerade Fracht aus Guamo transportiert, oder? Hat Rex jetzt etwa einen neuen Beruf als Hellseher gefunden? Stimmt nämlich. Harry Perry hat Fracht aus Guamo dabei. Obwohl du in Argentum warst? Nun, Harry Perry schipperte von Argentum, flitzeflink nach Guamo und dann von Guamo nach Moaldin. Ah, verstehe. Da muss Tora unbedingt Frage stellen. Hat Harry Perry in letzter Zeit große Ladungen Bionenkonnektoren transportiert? Harry Perry schweigt wie Grab. Fracht obliegt Schweigepflicht. Plaudern über Frachtinhalt. Frachtinhalte ist Füchte fieser Verstoß. Ach komm bitte, diese Info ist wirklich wichtig für uns. Wenn bitte von Rex, dann Harry Perry Knie plötzlich ganz weich. Harry Perry hat Bionenkonnektoren in gelben Fässern transportiert. Wie viele? Harry Perry ziemlich sicher waren mindestens 10 Stück. Das müssen sie sein. Wo gingen Bionen-Konnektoren hin? Perry Perry kennt Zielort leider nicht, sollte Fracht nur hierher bringen. Aber Perry Perry hat oft gesehen, wie Fracht von hier aus zur Stadt geschleppt wird. Falls Fracht noch nicht abgeholt wurde, liegt vielleicht noch bei Kontrollstelle in Nähe von Aufzugrum. Alles klar, wir schauen mal nach. Danke, Perry Perry. Okay, schauen wir mal, ob wir hier eine Spur zu der Layla finden. Weil die hatten ja, die Bionenkonnektoren brauchen wir zum Bau von ihr oder zur Instandhaltung sozusagen. Und die Leute, die das kaufen, müssten uns dann eigentlich dann zur Layla führen. Okay, dann schauen wir mal, ob wir die jetzt ein bisschen ausweichen können hier. Weil die Kämpfe immer ewig dauern. What have we here? Gut, der Aufzug ist dort oben. Er sitzt unter uns an. Is it night time already? Please consider taking a rest. Was sind gelben Fässern? Das könnte das sein, ne? Okay, gelb sind die auch nicht. Gelbe Fässer. Gelbe Fässer. Gelbe Fässer. Hier scheinen sie schon mal nicht zu sein, ja? Das haben wir auch gedacht, weil da gelb sehen die nämlich nicht aus. Ich bin mir sicher, es waren welche da, als wir das erste Mal hier durchgekommen sind. Auch ich meine, mich an etwas derartiges erinnern zu können. Poppy hat Erinnerung geprüft. Erinnerung von Poppy sagt, gelbe Fässer waren definitiv hier. Das heißt, irgendjemand war hier und hat sie abgeholt. Das ist die einzige logische Folgerung. Das heißt, wir haben die einzige Spur verloren, die wir hatten. Mist.
Fässer wollen verstecken, aber Tora stur wie dickes Armer, gibt nicht auf. Gibt Trödelladen in Alba Kavanisch. Tora geht dort nach Infos fragen. Oh, schon zweite gute Idee vom Meister Pon. Seltene Freude. Stimmt, in einem Trödelladen könnten sie auch was über Ersatzteile für kürzliche Klingen wissen. Dann nichts wie hin. Okay, wir müssen also hoch. Krass, wie weit es da hochgeht. So, jetzt mal schauen, wo der Trödelladen ist. Aber wir können hier nochmal schauen, was die hier für Waffen haben. Okay, er muss ihn nicht blocken, groß. Wow, das ist natürlich heftig. Okay. Wir haben einen Schatz. Treasure acquired. Structural analysis in progress. Lead nothing to Poppy. That should do it. Zit. Kann ich dir kurz was fragen? Tut mir leid, aber ich pflege mich nur mit zahlenden Kunden zu unterhalten. Wenn ihr was kauft, könnte das mein Mundwerk lockern. Also, was darf ich euch aufzwingen? Na komm, okay, eine Kleinigkeit. Na, kaufen wir die Welt, das haben wir noch nicht. So, jetzt aber komm. So, jetzt dürft ihr. Was wolltet ihr wissen? Ob hier in letzter Zeit bestimmte Waren in großen Mengen gehandelt wurden? Was denn für Waren? Oh, Liste ist lang, Tora aber gut im Aufzählen. Bitte sagen, wenn was bekannt vorkommt. Oh, Hilfe, nicht schon wieder. Okay, das lese ich jetzt nicht vor, Leute. Halt, dazu weiß ich was. Nanu, Nanu, schon vorbei? Meister Pon sieht enttäuscht aus. Uff, Glück gehabt. Bitte sprich weiter, was dir dazu eingefallen. Da war dieser Kerl, der erzählte, dass ihm jemand regelmäßig Aschesteine abkauft. Und wir reden hier über große Mengen. Der Kerl hat bestimmt angegeben, wie stinkreich er bald sein würde. Aschestein ist wichtiges Mineral für Sicherung von Ätheröfen. Klingt als hätten wir unseren Mann. Wo können wir ihn finden? Nanu, wie seltsam. Ich hab's glatt vergessen. Von jetzt auf gleich. Ja, da will ich wieder was kaufen. Aber ich habe das Gefühl, mein Gedächtnis könnte sich erholen, wenn ihr noch was kauft. Hehehe.
Dieser miese kleine Halsabschneider. Okay, kaufen wir noch was. Und jetzt raus mit der Sprache. Vielen Dank. Und was für ein Zufall. Da fällt mir doch glatt was ein. Ihr solltet nach einem alten Knacker namens Timel suchen. Timel? Er transportiert Aschestein und andere Mineralien aus Mor Aydin. Im Augenblick findet ihr ihn vermutlich im Geometrie-Turbinenturm auf der anderen Seite der Midual-Brücke. Viel Glück bei der Suche und seid vorsichtig in der Brückengegend. Danke. Okay. Schauen, wo sie lang geht. Okay, ich schätze mal, hier wird sie rausgehen. Hier waren wir noch gar nicht, glaube ich. Nee. And arrived. Midual-Brücke. Oh, this is where we were going. Seltenaufträge kriegen wir ja brutalst viel. Heftig. Wenn sie nie alle abschließen. Wäre cool, wenn die auch offline gehen würden. So, sind wir jetzt fertig? Ja. Okay. Na, wenn wir hier alle extreme Stufen haben. Aber okay. Und so schnell leveln wir natürlich auch. What have we here? Wollen wir die mal angreifen? Man, die hält schon ganz schön aus. Ja, ich bin mir hochgeknallt. Scheiße. Geht doch. Irgendwie sind
hier falsch. Und das hinten irgendwo hin. It must have sensed our skill. Reach! Focusing on target. Steady! Fire! Yes, yes! Ha! Fire! Ha! Tech master card. Ha! Thanks for the fire! Wow! Defense protocol activated. Please leave it to me. Hold the shot. Maybe we just make use of it now. My thoughts exactly. Okay, es ging noch ganz gut, muss ich sagen. Was ist denn das für ein Vieh? What have we here? You're all mine. Schon wieder falsch. Wo müssen wir denn hier hin? What have we here? Come out, come out. Der Turm ist es, okay. Schauen Sie ein bisschen die Gegend an. Timel. Wollt ihr was von mir? Dora hat Frage zu Aschestein. Sieh eine an, es geht um meine Aschesteine. Lasst mich raten. Isid hat geplaudert, stimmt's? Wie Wasserfall. Diese verräterische Ratte. Naja, was soll's. Ist ja nicht so, als würde ich irgendetwas Illegales machen. Also fragt mich halt.
Was wollt ihr wissen? Hast dir irgendjemand große Mengen an Aschersteinen verkauft? Große Mengen würde ich dazu nicht sagen, aber ja, es gibt jemanden, dem ich regelmäßig einige Fässer verkaufe. Grübel, grübel, wenn ominöser Käufer Steine für Ätherofensicherung bräuchte, dann wäre kein ganzes Fass nötig. Hm, okay. Kannst du uns vielleicht sagen, an welche Adresse du diese Fässer lieferst? Ich stelle sie immer in der Nähe vom alten Industriegebiet ab. Den Käufer habe ich noch nie gesehen. Ich liefere die Fässer bloß dorthin. Also wenn das nicht nach kriminellen Machenschaften riecht, dann weiß ich auch nicht. Ach, meinst du? Ich glaube eigentlich nicht, dass da irgendetwas Illegales mit angestellt wird. Wer auch immer der Käufer ist, der zahlt pünktlich und außerdem den normalen Preis. Verdächtig ist was anderes. Und wenn er damit eh irgendetwas außerhalb der Stadt baut, macht es Sinn, sie dort abzuliefern. Ich finde es zudem normal, dass man sich nicht trifft. Wäre doch für beide lästig, nicht sich jedes Mal pünktlich zu verabreden. Ja gut, da ist was dran, aber trotzdem. Wann ist deine nächste Lieferung? In 10 Tagen. Echt jetzt? So lange sollen wir hier rumhängen? Wir können einen verlängerten Urlaub draus machen, mit mehreren ganztägigen Bädern in heißen Quellen. Mit Verlaub, ich konnte mir eine produktivere Investition unserer Zeit vorstellen. Meine letzte Lieferung ist noch nicht lange her, vielleicht steht sie ja noch darum, wenn ihr euch beeilt. Sagt doch's doch gleich. Gehen wir nachsehen, ein Versuch wäre es doch wert. Sind Fässer leicht zu erkennen, vielleicht bunt mit Glitzer obendrauf? Naja, sie sind hellgrün. Das dürfte reichen, um sie dort zu erkennen. Wenn noch irgendwas ist, sagt Bescheid. Okay. Hier zum alten Industriegebiet in Moor Aydin und suche nach grünen Fässern. What have we here? Oh, ich verliere Energie hier. Ach du Scheiße. Dann gehen wir doch mal. Ich glaube eher, dass wir hier runter müssen. Come out, come out! No! Nein, das lassen wir jetzt mal. Ah, hier gibt es ein Harmoniegespräch. Machen wir doch gleich mal. Überall im Moor Aydin einöde und harte Felsen. Not easy for walking. Shall we take a rest around here? Good idea, yes. You need to toughen up a bit, Tora. Tora live whole life cooped up in house working on building Poppy. Not used to walking long distance. If only Tora could flitter flutter like Gramps. Well, you have those big ear wing things. Knock on wings not for flying. Could flap forever and not reach sky. If you're really having a hard time walking, you could ask Dromart to give you a ride. Oh, Rex, Rex is genius! I think not. I have solemnly sworn to carry none other than my lady. Go on, I can't hurt. What? Are you sure about this, my lady? If you allow Tora to ride me now, soon he will want Poppy to join him. And there will be no space left for you. Well, when you put it like that... Sorry, Tora. Guess that's a no. Oh, much disappoint. Pyra, are you okay walking? Oh, yes. I'm fine. Though all the dust clouds do bother me a little. Oh, yeah, those are a pain. Gets in your eyes sometimes. Poppy also not like that. Small particles get in joints and cause nasty creaking when moving. Must ask Master Pond to clean out when get out of this place. Rex, Rex!
It seemed like more Ardain tricky place for everyone. Rex, have any bright ideas for helping? Well, let's see. Would anyone like to borrow one of my salvager suits? I suppose that would help keep the sand out. I've got a spare you could borrow. You want to try it on? Actually, I guess Nia's the only one who it would really fit. Go on then, I'll give it a try. If it really is useful, we can buy a whole bunch of them sometime. My lady, that suits you surprisingly well. Oh, shut up. So this is what it's like for Rex when he goes salvaging, huh? Keeps the sand out pretty well, right? Well, yeah, it does that. But I can't really see. Peripheral vision's awful in this thing. It's hard to move about in, too. It might not be very practical for combat. Yeah, I don't think I could fight like this. Looks like genius idea of Rex, not? Well, it was worth a try. Okay, probieren können wir es ja mal, aber sie will es leider nicht, die Nia. Boah, ist ein bisschen da, das ist bestimmt ein 80er oder sowas. 85, ah, da gehen wir mal lieber weg. Den packen wir noch nicht. Komm out. So, da sind auch schon die Fässer. Congratulations. Grüne Fässer, das müssen sie sein. Und da sind auch gelbe Fässer dabei. Bionkonnektoren und Aschesteine. Zwei der Grundmaterialien für die Produktion künstlicher Klingen. Jetzt ist die Frage, wo sie als nächstes hingebracht werden sollen. Gibt es hier irgendwelche Hinweise? Poppy sieht Notiz in Noponisch. Noponesisch. Mein Gott. Nun. Ist tatsächlich Noponesisch, aber Handschrift ist fürchterkritzekrakelig. Kann Tora nicht lesen. Ist wie Anfängerkritzel von Jungpon. Ich dachte, Noponschrift sieht immer so krakelig aus. Besteht die Möglichkeit, diesen Schrieb irgendwie zu entschlüsseln? Wäre es nicht leichter, einfach die Fässer im Auge zu behalten? Das mag zunächst leicht erscheinen, doch wissen wir gar nicht, wann der Empfänger seine Fässer abholen wird. Stimmt. Was, wenn wir hier die nächsten 5 Tage keiner aufkreuzt? Wir könnten auch einfach die Söldnertruppe beauftragen. Das wäre auch eine Option, ja. Also, was sollen wir tun? Okay. Leave Napan to Poppy. Können wir Söldnertruppe, das dauert noch ein bisschen, aber wir schauen mal. Fässerbeobachtung, ja, das muss ich dann machen, wenn die wieder zurückkommen. Ich würde sagen, dabei farme ich einfach noch ein bisschen. What have we here? I bet I can wing it. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt aber einen Cut an der Stelle. Ich farme in der Zeit noch ein bisschen, werde dann den Söldnerauftrag natürlich erteilen, dass die Fässer hier kontrolliert werden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal mit den anderen Let's Plays. Schaut auf jeden Fall rein, ist sehr, sehr spannend. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.